Herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal und zwar nach langer, langer Zeit wieder zurück. Ich habe eine kleine Pause gemacht, weil ich es einfach nicht mehr so gefühlt habe, aber darum soll es gar nicht gehen. Ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gesehen. Heute geht es um den, glaube ich, meiner Meinung nach aktuell meistdiskutiertesten Client, eventuell auch meistkritisiertesten Client, den es zurzeit gibt. Der ist nagelneu, sogar so nagelneu, dass man ihn nicht spielen kann, ohne ihn zu kaufen. Und zwar, ich spreche von Feather. Jetzt fragt ihr, ja, okay, Feather Client, super, ein neuer Client, aber ist der wirklich so gut? Oder ist der vielleicht komplett scheiße? Genau das werden wir in diesem Video herausfinden. So, zunächst einmal möchte ich natürlich sagen, dass ich selber natürlich kein geprüfter Client-Tester oder so in irgendeiner Weise bin. Heißt, alles hier basiert auf meinen persönlichen Meinungen und Einstellungen. Kann natürlich jeder anders sehen, wie er möchte. Also, zunächst mal hier, das ist das Hauptmenü von Feather. Ich muss sagen, das Icon, eine Feder, sehr simpel gehalten, aber finde ich passt auch. Und ihr seht auch hier oben schon 4 Invites. Und das heißt, ich habe mich hier, weil man muss ja aktuell quasi, um Feather zu spielen, ich kann euch das mal ganz kurz zeigen, muss man sich hier im Feather Store ein Beta Access Cloak kaufen. Heißt, eines von diesen 4 Cloaks oder das Bundle. Ich habe mir mal das Bundle geholt, weil ich mich einfach nicht entscheiden konnte zwischen den Dingern. Das war noch bevor Feather so krass in der Kritik stand. Ich werde auch eventuell die Sachen wieder weiterverkaufen. Dann auf jeden Fall kommen wir mal hier zum Hauptclient. Ein krasser Unterschied ist einmal, könnt ihr hier oben einloggen, habt hier unbegrenzte Accounts. Ihr könnt hier auswählen, hin und her wechseln. Das Design vom Launcher, muss ich sagen, sieht schon sehr clean aus. Auch sehr aufgeräumt, muss ich sagen. Und standardmäßig landet quasi hier auf der Seite. Hier könnt ihr eure Spielversion aussuchen. Und ihr seht quasi alles bis 1.12 ist eine Forge-Version von Minecraft. Und alles darüber ist eine Fabric-Version. Und da haben wir auch das erste Problem. Fabric ist natürlich auf manchen PCs so ein kleines Problemchen. Es gibt manche Probleme. Ich selber hatte auch früher mal, ich weiß nicht, ob das natürlich jetzt immer noch nicht, ich habe lange nicht Fabric genutzt. Ich persönlich hatte früher tatsächlich auch mal Probleme mit Fabric. Es war einfach viel zu umständlich, da irgendwelche Mods zu installieren, weil du musst den Mod installieren, dann auch irgendwelche Support-Sachen. Und deswegen habe ich immer Forge-Builds genommen von irgendwelchen Mods. Und auch Großteil aller Modpacks basieren, soweit ich weiß, ja wirklich auch noch auf Forge. Was Feather Client von anderen Clienten unterscheidet, es gibt hier einmal so ein Mod-Menü direkt. Und das ist zwar positiv, allerdings auch negativ. Denn Feather stand da in der Kritik, dass sie quasi hier Mods mitgeliefert haben. Heißt, diese Mods waren vorinstalliert, waren quasi eben Source Code mit drinne und Feather selber hatte quasi keine Rechte an diesen Mods. Hier einmal gibt es quasi, man kann auch manuell Mods installieren. Das seht ihr, wenn ich hier oben hingehe. 1.8 Add-on Mods. Und das Praktische ist, dass Feather wirklich User Mods, hier seht ihr es, wenn ich kurz ins Zurückgehe, für jede Version seinen eigenen Mod-Folder hat. Heißt, das muss ich sagen, ist wirklich sehr positiv. Ihr könnt Mods für jede Version installieren, die ihr wollt, und zwar speziell nur für die. Nicht wie beim Standard Minecraft Launcher, wo ihr quasi alle eure Mods in einen einzigen Folder reinschmeißt. Und wenn ihr halt dann 1.8 spielt und ihr habt gerade 1.12 Mods drin, dass ihr die erst rausnehmen müsst, dann eure 1.8 Mods wieder reinziehen müsst. Sondern bei Feather, ihr habt quasi direkt so eine schöne Struktur, wo ihr hier 1.8.9 könnt ihr reingehen. Hier sind eure 1.8.9 Mods drin, die ihr installiert habt. Oder eure 1.12 Mods. Und das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt, den ich Feather gebe. Dann hier auf jeden Fall diese Mod-Suche ist natürlich auch ganz geil gemacht. Du kannst hier quasi einfach sagen, ich hätte gerne für die Mod das Ding. Und kannst dann einfach hier sagen, zum Beispiel Mod in Discord Bot für Hypixel Skywalk, das helps you tracking offers. Wenn man es benötigt, ich brauche es persönlich tatsächlich gar nicht. Und genauso wie irgendwelche Voice-Dienste, die brauche ich auch nicht. HD-Skins können wir direkt mal machen. Die habe ich absichtlich mal rausgenommen kurz. Das ist, wenn ihr einen High-Resolution Skin haben möchtet, anstatt die normal Layman Skins, sage ich jetzt mal, die ja in der Auflösung begrenzt sind auf, wie es hier steht, 64x64 Pixel. Dann könnt ihr euch diese Mod installieren, habt quasi bis zu 2848 Pixel. Und die Installation ist super einfach, ihr geht quasi einfach hier in eure Modliste rein, sucht euch die Mod raus und geht auf die Version, die ihr installieren wollt, zum Beispiel möchte ich jetzt die 1.8.9, klickt einfach nur drauf und fertig. Dann zu den Einstellungen. Ihr könnt hier ganz einfach sagen, wie viel RAM ihr Feather zuweisen möchtet. Es ist ähnlich wie bei Luna. Ich kann es euch mal ganz kurz in Luna zeigen. Ihr habt hier in Luna auch so eine Progress Bar, die ihr quasi ziehen könnt.
wo ihr quasi sagen könnt, wie viel RAM ihr zuweisen wollt. Was ich sagen muss, hier bei Feather habt ihr natürlich ein Textfeld, heißt, es erlaubt euch noch Besseres einzugeben, was halt Luna leider nicht hat. Dann könnt ihr hier euren Minecraft-Path eintragen, sollte der mal was anders sein, was er meistens nicht ist. Dann die Java-Flags, da könnt ihr dann quasi so Sachen machen, wie diese Log4j-Sicherheitsangriff nicht machen kann. Das fehlt hier zwar in der Liste, allerdings weiß ich natürlich nicht, ob die standardmäßig jetzt mit drin sind. Dann könnt ihr hier als nächstes einstellen, was passieren soll, nachdem der Client gelauncht ist. Ähnlich wie bei anderen Clients könnt ihr quasi sagen, dieses Fenster hier soll offen bleiben oder dieses Fenster soll einfach in den Hintergrund geraten und nicht mehr sichtbar sein. Und wenn sich das Game schließt, wieder in den Vordergrund kommen. Dann könnt ihr, das muss ich sagen, ist auch ganz praktisch, anstatt euren kompletten Client neu zu installieren, wenn ihr ein Problem habt oder irgendwas ist, irgendwelche inkompatiblen Sachen habt mit Mods und so weiter und irgendwas an eurem Game kaputt ist, könnt ihr quasi draufklicken, dann wird der komplette, die komplette Client-Version nochmal neu heruntergeladen und so eventuelle Fehler auch behoben. Dann hier zum Schluss haben wir die Third-Party-Lizenzen, heißt von Dingen, die sie von allen Autoren haben. Und dann, wir können mal ganz kurz einfach Feather launchen. Und jetzt seht ihr hier, er fängt an, die Sachen herunterzuladen. Basically, er lädt quasi jetzt die Libraries und die Mods runter. Und jetzt werden die Mods, die ihr hier ausgewählt habt, werden heruntergeladen. So, jetzt sind wir hier auch in Feather schon mit drin. Jetzt habt ihr oben einmal eure Minecraft-Settings. Das sind die ganz normalen Classic Default Minecraft Settings. Das Texture-Pack mache ich einfach mal ganz kurz raus. Ich möchte ja, dass ihr nicht euch in irgendeiner Weise fälscht, aber hier seht ihr quasi schon diesen Texture-Pack-Loader. Der, mir muss ich sagen, müssen diese grauen Boxen hier unbedingt sein. Mod-Menü öffnen, wenn ihr quasi im Homescreen seid. Dann haben wir jetzt hier Singleplayer. Muss ich sagen, das ist der halt Default, der Default Minecraft-Launcher-Style mit den ganzen Welten, die hier entlang sind. Dann den Multiplayer, sieht genauso Default aus. Dann gibt es hier die Cosmetics, wo ihr hier alle eure Cosmetics sehen könnt. Und ihr könnt quasi dann so sagen, auswählen und equippen. Schade, dass es hier keine Vorschau gibt. Das wäre natürlich praktisch. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal in-game und schauen uns das Ganze mal an. So, hier seht ihr auch übrigens gerade mal die Animation von Feather, wo ich sagen muss, die sieht halt wirklich schön aus, ehrlich gesagt. Dieses, dass sich das Ding hier dreht, einmal so. Das ist eine kleine, simple Animation, die aber meiner Meinung nach schon sehr schön aussieht. Und auch hier nochmal das, dieser schöne Übergang. So, dann sind wir jetzt hier einfach mal in einer Singleplayer-Welt, die ich gerade frisch erstellt habe. Und dann wollen wir uns mal das GUI angucken. Wie eigentlich bei jedem anderen Client auch, könnt ihr das ganz einfach öffnen, indem ihr Right-Shift klickt und kommt dann hier rein. Ihr könnt jetzt hier direkt eure Sachen verschieben oder auch direkt die Einstellung einer Settings direkt bearbeiten. Und natürlich selbstverständlich auch hier eure Cosmetics direkt changen. Hier unten habt ihr einen kurzen Hinweis-Button, wo ihr quasi drüber hovern könnt. Die Mods könnt ihr natürlich nicht direkt hier aufrufen, da geht ihr quasi einmal hier auf Feather Settings und kommt dann ins Mod-Menü. Und hier habt ihr quasi auch alle eure Mods, die funktionieren, die könnt ihr quasi an- und austoggeln. Viele, viele Mods, wo ich sagen muss, für den Anfang schon mal ganz solide. Dann gehen wir jetzt einmal hier rüber, wenn wir in General reinklicken. Das muss ich sagen, ist eine sehr praktische Sache. Ihr könnt hier eure Main-Color auswählen. Ihr könnt quasi jetzt hier sagen, na, rotes Feather gefällt mir nicht. Ich hätte gerne so ein türkises Feather. Irgendwie sowas hier so, ja, ein bisschen dunkler. So möchte ich gerne, dass mein Feather aussieht. Jetzt klickt ihr einfach erst nebendran oder Escape. Und ihr seht quasi wirklich alle GUI-Elemente, die in irgendeiner Weise eine Farbe hatten vorher, haben sich zur neuen Farbe verändert. Das muss ich sagen, ist ganz praktisch und ganz toll gemacht bei Feather, dass du einfach, du sagst, ich mag den Farbton nicht, ich hätte gerne jemanden eigenen, dass du wirklich komplett client-wide deine GUI-Farbe abändern kannst. Dann auch hier direkt die Möglichkeit, dann die Feuerhöhe einzustellen. Ohne extra Low Fire Texture Pack kann ich hier sagen, wie hoch das Feuer brennen soll. Wenn ich mich mal ganz kurz in Feuer setze. So, ihr seht jetzt quasi hier unten an mir die Feuerhöhe. Und ich habe nicht lange genug gebraucht. Ich glaube, ich stelle mich einmal direkt mal ins Feuer rein. Wenn ich schnell in die Feather Settings reingehe. Ah, okay, das Game wird sogar pausiert im Singleplayer. Haben sie dann gedacht. Und jetzt von 0,3 mal richtig auf 1 hochstelle. Seht ihr, das Feuer geht schon deutlich höher. Als wenn ich jetzt hier wieder runterstelle. Merkt euch hier die Feuerhöhe. Ich gehe jetzt hier wieder runter auf 0,3. Weil 0 ist natürlich blöd, weil wir würden schon das Feuer sehen. Ich gehe jetzt mal hier simpel runter auf 0,3. Und ihr seht, das Feuer ist deutlich niedriger und behindert nicht mal meinen Bildschirm so krass. Dann, was Feather auch hat, ist quasi dieses Zusammenfassen von Messages. Wenn die gleiche Message mehrfach gesendet wird in den Chat, dann kriegt ihr so einen Symbolindikator, wie oft die schon gesendet worden ist.
und hab nicht mal nicht sechs mit übereinander, sondern quasi nur eine, wo halt dran steht, sechs Mal. Dann Chroma Settings. Ihr könnt quasi sogar global Chroma App ändern. Es gibt quasi zwei verschiedene Chroma Settings. Einmal dieses Normal, aber es gibt natürlich auch Breathing. Da kann man natürlich auch Speed einstellen. Und man sieht natürlich einen kleinen Unterschied. Würde ich sagen. Dann Show Mods in Chat und Show Mods in Inventory. Dann Mod Preview heißt, wenn ihr auf eine Mod drauf geht, dass ihr quasi so eine Vorschau habt, dann könnt ihr sagen Mountains, Ocean, Skyblock oder Stone. Dann ihr könnt die Qualität eures UIs einstellen. Ihr könnt quasi sagen, wenn ihr einen schlechten PC habt, ich nehme Low. Und ihr merkt schon, das sagt deutlich ab von der Qualität her, je nachdem wie gut halt euer PC ist. Ich meine, ab High kann man es eigentlich schon auf einem schlechten PC mit einem schlechten Bildschirm nutzen. Das macht natürlich Sinn, ein Ultra UI zu nehmen. Und ihr könnt auch hier oben diese 24-Stunden-Clock, ansonsten wäre es quasi 3:32 PM. So haben wir jetzt quasi direkt 15:32 Uhr für die Leute, die es präferieren. Dann den HUD-Editor, quasi dieses Menü, was ich hier aufrufen könnt. Könnt ihr auch hier die Taste ändern. Wenn ihr quasi sagt, R-Shift ist nichts für mich, könnt ihr die ändern. Dann könnt ihr hier quasi eure Line-Color abändern zu dem, was ihr wollt. Ich habe es jetzt mal einfach zu rot abgeändert. Und ihr könnt euch sagen, wie dick die Linien sein sollen. Die sind aktuell auf 1, wenn ich die mal jetzt so hoch mache, sieht es hier wahrscheinlich nicht. Ja. Dann es gibt Blur Settings, heißt man kann sagen, ob im Menü geblurrt werden soll, die Welt. Ihr könnt sagen, ob weiterhin Sounds kommen sollen. Und ihr könnt natürlich sagen, Custom Drop Stack. Dann, also wenn ihr quasi euren Chat ausblenden wollt, könnt ihr hier theoretisch eine Chat-Taste festlegen. Ja. Je nachdem, wie man es mag. Und vor allem diese Reset to Default Buttons, muss ich auch sagen, sind praktischerweise gelten nur für die aktuelle Page. Ihr könnt auch hier eine Background Color festlegen für den Chat, wenn ihr zum Beispiel sagen möchtet, dass euer Chat komplett rot als Hintergrund hat. Ich nehme jetzt einfach mal wirklich hier, nicht immer so ein Grün. Wenn ich jetzt was hier in den Chat reinschreibe, dann seht ihr schon, der Chat hat so einen Hintergrund als Grün. Wenn ihr quasi wollt, dass sich euer Chat halt ein bisschen mehr abhebt, dann Text Shadow. Ihr könnt quasi dem Text so ein Shadow geben, wenn ihr es hier unten achtet. Seht ihr das? Dann ihr könnt Stack Repeated Messages, das ist wie gesagt das, was ich euch gesagt habe, dass Messages zusammengefasst werden. Und es gibt quasi Highlights, wenn ihr gepinkt werdet, könnt ihr euch quasi eine Pingfarbe festlegen. Ich lege sie mir jetzt einfach mal beispielsweise auf Yellow. Heißt, wenn mich jetzt jemand erwähnt, und wir jetzt mal an für All Messages, weil ich hier nicht auf dem Singleplayer-Server bin, und mich jetzt mal selber pinge, dann seht ihr quasi hier eindeutig hervorgehoben, dass ich weiß, oh, mich hat jemand im Chat angeschrieben. Und zu guter Letzt haben wir in den Einstellungen die Performance Settings. Dort könnt ihr so Sachen sagen wie Use Fast Rendering, Direct Memory Access, Fast Font Rendering, Static Particle Color und so weiter und so fort. Dann, wie gesagt, nochmal zum GUI hier oben. Das hier gefällt mir halt wirklich null. Also diese random fette Leiste mag ich überhaupt nicht. Das ist mir viel zu klobig irgendwie. Da kann ich mal ganz kurz zeigen, wie es in Luna Client aussieht. So, ich bin sie auch mit Luna Client online. Und ich meine, ihr seht natürlich einmal, diese Icons folgen alle in etwa dem gleichen Stil, diesem schönen, cleanen Stil, den ich wirklich mag. Und auch hier oben, das hier ist nicht so klobig, hässlich, groß, fett, wie es quasi beim anderen Client ist. Ihr seht natürlich hier oben, das ist ein deutlicher Unterschied zwischen Feather und Luna. So, dann mal auf dem Server. Jetzt seht ihr, hier ist schon deutlich mehr los, weil wir haben hier ein Scoreboard, wir haben hier auch Rüstung bekommen, wir haben hier oben eine Bossbar und natürlich auch Effekte. Die Effekte sind quasi so positioniert hier in etwa und das muss man natürlich sagen, die Effekte werden im Gegensatz zu anderen Clients, wie zum Beispiel BRC, zumindest in der letzten Mission, wo ich BRC kenne, werden die hier wirklich auch gecentert. Was mir vielleicht ein bisschen stört, ist hier bei diesem Custom Crosshair, wenn ich mal ganz kurz hier reingehe, ins Custom Crosshair, in die Custom Crosshair Settings. Zack. Wenn ich jetzt mal hier die Dicke hochscale, ihr seht ja schon, das ist nicht ganz rund. Und wenn ich jetzt mal hier hochscale, dann seht ihr auch die originale Shape. Das ist quasi ein Quadrat. Das muss ich sagen, ist sehr schade, dass es so ein bisschen verkackt ist. Obwohl ich hier Circle ausgewählt habe. Also ich meine, man könnte auch ausgehen, wenn ich jetzt hier auf Square gehe, Square und Circle sehen eins zu eins gleich aus. Und das macht halt dieses Ding, ich werde mal ganz, in dem Video, Ding kann ich ja ranzoomen. Ihr seht, es ist nicht rund, obwohl es rund sein sollte. Und ja, dann natürlich hier diese Outlines, das sollte man eigentlich auch kennen. Das sind die Hitboxen.
die könnte ich auch custom einstellen. Zum Beispiel habe ich jetzt hier eingestellt. Und jetzt mal gucke unter Hitbox, dann könnte ich quasi hier sehen, die Main Color ist quasi dieses RGB-mäßige. Ihr könnt natürlich auch auf eine Static Color festlegen, wenn ihr wollt. Quasi Chrome einfach kurz toggeln. Auf eine Static Color festlegen. Jetzt hat quasi dieses Static Ding bekommen. Dann könnt ihr Playern eine rote Hitbox geben. Monster zum Beispiel auch eine rote Hitbox. Also könnt ihr wirklich frei bestimmen. Ich mache es halt so, quasi alles, was böse ist, hat von mir quasi direkt rot bekommen als Hitbox. Was nett ist, wie so ein Animals, hat grün bekommen und Projektile gelb. Das scheint, geht halt in so Lobbys, geht es relativ schlecht. Und das Problem habe ich auch bei Luna und ich denke mal bei BAC ist es auch so. Dann, was ich schade finde beim Zoom, es gibt hier keine Möglichkeit, näher ran zu zoomen, wenn ihr das Maus dran drückt. Und was mich auch noch stört, ist hier bei Feather, wenn wir jetzt wieder reingehen, wenn es nicht stört, aber was ich nervig fand, ist es wie bei Luna, manche Mods automatisch deaktiviert werden. Es dient der Sicherheit der Spieler, weil du ansonsten aus Versehen gebannt werden könntest, wenn du zum Beispiel jetzt irgendeine Freelook-Mod anhast. Aber sagen wir so, viele würden wahrscheinlich dieses Risiko in Kauf nehmen. Und für die Leute, die sich's tun würden, vor allem bei manchen Mods, zum Beispiel Sachen wie Autotext, wo ich nicht wirklich abusen würde für irgendwelche illegalen Dinge. Dafür würde sich natürlich auch lohnen. Eine volle Logik. Es spielt halt aktuell kaum jemand mit diesem Client. So, ich denke und hoffe mal, dass ich alle Punkte aufgezählt habe, die es hier zu erwähnen gibt, zu diesem Client, zu Feather. Und auch euch hoffentlich auch alles gezeigt habe. Und dass ich eine Sache, die es noch zu erwähnen gibt, angeblich soll Feather eure FPS bis zu 4-mal so krass machen, wie bei BAC. Gut, ist halt schwierig, quasi Clients zu vergleichen, weil der eine Client basiert halt auf der Render Engine, der eine basiert auf Forge, der andere basiert, keine Ahnung, auf was anderem. Die einen setzen auf Optifine als Mod, die anderen nutzen Sodium. Und ich weiß, kommt ja auch immer auf die Version an. Und auf die Mods. Natürlich ein Client, der 500 Mods hat, hat natürlich generell weniger FPS als ein Client ohne Mods. So. Deswegen schwierig zu vergleichen und deswegen werde ich darauf auch nicht eingehen. Dann kommen wir gleich mal zur Bewertung. Aber vorher, wenn es euch gefallen hat und ihr mehr von solchem Content sehen wollt, vielleicht nochmal mehr neuere Minecraft und vielleicht auch kleinere Minecraft-Clients sehen wollt, die ich vergleiche, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, schreibt einen Kommentar und kommentiert auch gerne geschriebene Kommentare, damit ich weiß, dass ihr auf jeden Fall so viel mehr haben wollt. Und wenn ihr zukünftig nichts mehr verpassen wollt, dann lasst doch gerne ein Abo da und auch die Glocke. Viele Menschen glauben, dass die Glocke mittlerweile nur noch dazu da ist, um euch irgendwie mit Push-Benachrichtigungen zuzuspammen. Dem ist in 99% der Fälle tatsächlich nicht so, sondern das Einzige, was die Glocke bewirkt, ist, dass meine Videos bei euch auf der Startseite auftauchen und nicht nur in der Abo-Box. Heißt, wenn ihr die Videos wirklich auf eurer Startseite haben wollt und die Ersten sein wollt, einer der Ersten sein wollt, die solche Videos dann immer sehen, dann einfach die Glocke aktivieren. So, jetzt kommen wir zur Auswertung. Auswertung ist ja nicht möglich, sondern es ist eher so gegenüberstellen, was der eine Client hat und ihr selber sollt euch dann eure Meinung bilden, so wie ihr wollt, damit ihr den perfekten Client für euch findet. So, die Mod-Auswahl ist bei Luna, finde ich, komplett ausreichend, sind alle Mods dabei, die ich brauche und die funktionieren auch alle so, wie sie sollen. Bei Feather würde ich die eine oder andere Mod vermissen und die funktionieren auch nicht immer ganz so hundertprozentig, wie sie sollen. Aber dadurch, dass der Client ja wirklich noch in der Beta-Phase ist, kann man da nicht wirklich viel dagegen sagen. Dann, was das UI angeht, muss ich sagen, gewinnt eindeutig Feather, oder sie gewinnt, ist jetzt übertrieben, wie gesagt, muss ich sagen, hat Feather das deutlich schönere Layout. Allein hier im Homescreen, muss ich sagen, mit diesen Shapes und so, das ist einfach schöner. Und auch was diese Custom-Anpassung der Farben angeht, muss ich auch sagen, ist Feather besser. Luna hat dafür die besseren UI-Elemente, den Mods, die teilweise aber auch gleich sind wie bei Feather, oder zumindest fast gleich sind wie bei Feather. Dann zu den Cosmetics. Da hat natürlich Luna Client deutlich mehr. Man muss bei Feather eigentlich sagen, der Client ist natürlich noch in der wirklich frühen Version vom Spielbahn her. Weswegen sie aktuell quasi nur 4 Capes haben. Ich muss sagen, die Animation sieht man jetzt leider hier nicht im Client. Die sehen aber schon ganz in Ordnung aus, muss ich sagen. Und ja, Luna hat quasi einfach an sich mehr Cosmetics. Und wenn ihr vielleicht mal Lust drauf habt, Feather zu spielen oder ein Cosmetic zu bekommen,
dann kommt gerne auf meinen Discord-Server. Der Link ist unten in der Videobeschreibung, denn dort wird es auf jeden Fall ein paar Giveaways dazu geben. Und ihr habt ja alle dieses Video gesehen, heißt, ihr wisst basically, ihr kennt auf jeden Fall, solltet jetzt Feather kennen. Und eine Sache, die ich natürlich bei Feather noch anmerken muss, es ist schade, dass es keinerlei Möglichkeit gibt, den kleinen Axel kostenlos spielen zu können, beziehungsweise auch keinerlei Möglichkeit gibt, den Client einfach mal ganz kurz zu testen. Es wird wahrscheinlich noch laut Support 3-4 Monate dauern, bis Feather wirklich released ist und kostenlos ist. Bis dahin müsst ihr halt einen kleinen Betrag, 15 Euro investieren. Ist jetzt nicht viel, aber wahrscheinlich vielleicht für den einen oder anderen dann doch zu viel. Das war es eigentlich auch alles schon, was ich zu Feather zu sagen habe. Basically, ich meine, es gibt wahrscheinlich noch viel mehr, wenn man jetzt noch eine tiefere Analyse machen würde und FPS-Vergleich und so weiter, könnte man natürlich noch mehr Sachen machen, aber ich würde sagen, das reicht jetzt erstmal für dieses Video. Natürlich müsst ihr selber für euch entscheiden, was für euch der beste Client ist. Für mich muss ich sagen, ist Feather eine schöne Abwechslung, auf jeden Fall schon ein schöner neuer Client. Das war es auch wirklich mit in diesem Video. Auf jeden Fall heute mal ein erfrischend anderes und vor allem neues Video, mal nach langer, langer Zeit. Wenn es euch gefallen hat, ich kann es einfach nur nochmal sagen, dann wirklich gerne Like da lassen, Abo da lassen, Glocke aktivieren, falls ihr die Videos auf eurer Startseite haben möchtet. Schreibt doch gerne einen Kommentar, das hilft dem Algorithmus unglaublich, vor allem mir, wenn ich jetzt wieder zurück bin nach so einer langen Pause, dann sehe ich auf jeden Fall, der Algorithmus boostet mich, heißt auf jeden Fall, ihr habt auf jeden Fall Lust drauf, dass ich weiter solche Videos mache, vielleicht in der Art. Schreibt mir auf jeden Fall gerne neue Videoideen in die Kommentare. Kommt gerne auf Gamerforge, das ist meine eigene persönliche Discord-Community, in die ich jeden Tag sehr viel Zeit und auch Geld stecke. Und wir machen da Giveaways, wir haben aktive Chats, wir haben coole Programme für Content-Creator. Wir gehen auch gerne Partnerschaften mit anderen Servern ein. Aber bevor das Outro jetzt hier viel zu viel Werbung wird, würde ich sagen, macht's gut, Leute, und ciao.